Was geht ab, YouTube? Ist er wieder bei Lift You Up. Wir haben Bad Hair Day. Nächste Woche gehe ich auf jeden Fall mal endlich zum Friseur. Es stehen Kniebeugen an, ein Single mit 194 Kilogramm, diesmal mit SPDs. Das heißt, hoffentlich wird dieser Single, den ich ja vor 2 Wochen schon mal hatte, während der Transition Phase, während des Goku Trainingsplan, diesmal ein bisschen einfacher, werden wir sehen. Dass ich jetzt im Grunde nochmal denselben Single hatte, wie ich ihn schon während der Transition Phase hatte, ist natürlich dem geschuldet, dass ich aus dem Deload komme. Dementsprechend dient der Single jetzt nochmal sozusagen als Einstiegsgewicht für die kommenden Wochen hin zum Insanity, der ja immer näher rückt. Ansonsten nochmal Verweis auf den Goku Trainingsplan, wenn du noch nicht weißt, was der Goku Trainingsplan ist. Das ist ein Hypertrophie-Kraftentwicklungs-Peaking Plan, zu dem du auch alle weiteren Infos in der Beschreibung findest. Den biete ich euch derzeit an für 10 Euro. Gönnen dir. Ansonsten folgt mir gerne in Instagram. Da kannst du mir auch mal eine DM schreiben, eine Direct Message. Wenn du ein paar mehr Informationen dazu haben möchtest, dich dafür interessierst, dann kannst du mich gerne anschreiben und ich kann dir gewisse Fragen dazu beantworten. Das dazu auf jeden Fall. Jetzt gehen wir rein ins Rhein-Gym und ballern ein bisschen. Im Anschluss gibt es 3 Doubles mit 186 Kilogramm und noch ein paar Trap Bar Deadlifts, aber fangen wir erstmal an. So, unüberraschenderweise lief der erste 194er Single sehr gut. Die 186 für Doubles danach waren deutlich schwieriger, was vor allem daran lag, dass sich die Ermüdung im Lower Back, die ich durch die erste Einheit am Montag angesammelt hatte, sich definitiv bemerkbar gemacht hat. Und das liegt natürlich auch daran, dass wenn ich aus dem Deload komme, ist natürlich eine gewisse Spezifität und Kapazität, was die Ermüdbarkeit meines unteren Rücken angeht, auch wieder ein bisschen verloren gegangen natürlich. Dadurch war jetzt die Soreness, der Muskelkater klassischerweise halt doch recht groß, obwohl ganze 3 Tage Pause im Grunde genommen, beziehungsweise 2 Tage Pause und eine Nacht dazwischen lagen. Das ist ja auch bei mir generell der Grund, weswegen ich während des Goku die Deadlifts am Anfang der Woche habe, weil wenn ich normalerweise die Ermüdung aus der Woche mitnehme von Kniebeugen und was, keine Ahnung, was vorher ansteht, wenn man jetzt das Kreuzheben klassischerweise am Ende der Woche hat, dann bemerke ich das halt oder diese Art Ermüdung halt eben beim Kreuzheben und dann wird das Kreuzheben nicht so gut. Deswegen basierte der Goku ja generell darauf, dass ich das Kreuzheben am Anfang der Woche mache, weil ich normalerweise Kniebeugen und so weiter, selbst wenn ich mal mehr Ermüdung mit in die Einheit bringe, damit trotzdem besser umgehen kann, als wenn ich Ermüdung im Deadlift habe. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass die nächsten Einheiten, dass ich mich jetzt erstens wieder an die Belastung gewöhnt habe. Deswegen habe ich ja auch die Trap Bar Deadlifts mit drin, die mir ermöglichen, einfach was sehr Schweres zu heben, aber dadurch, dass das Ganze weiter von oben stattfindet, also dadurch, dass der Trap Bar eine erhöhte Zugbewegung ist, spielt Ermüdung im unteren Rücken dann auch keinen so großen Faktor mehr. Ich hatte mich vorm Training hier schon dazu entschieden, den Gürtel ebenfalls für die Trap Bar Pulls zu benutzen. Wir hatten hier einen schweren Single mit 247,5 Kilogramm anstehen, der sehr gut lief, aber der Lower Back war definitiv durch an diesem Punkt und ja, ohne den Gürtel verwendet zu haben, hätten die Lifts definitiv nicht so funktioniert, wie sie anstanden. Und ich bin jetzt auf jeden Fall guter Dinge, dass nächste Woche, wenn entsprechend noch höhere Gewichte anstehen, dass ich dann wieder auch mit einer etwas besseren Work Capacity da reingehe, dass der Lower Back nach dem Deadliften, dadurch, dass jetzt auch nur noch Singles und Doubles oder so anstehen, auch nicht ganz so ermüdet sein wird. Und dann sollte alles weiterhin so verlaufen, wie ich mir das vorstelle. Und ich hoffe auch vor allem dadurch, dass ich den Deload jetzt schon hatte, dass ich die typische Kränkelungen, die jeder um diese Jahreszeit bekommt, dass die mir ausbleiben. Wäre auf jeden Fall gut. Im Anschluss an den Single mit 247,5 Kilogramm gab es dann noch 3 Doubles mit 237 Kilogramm. Wie gesagt, der Lower Back war absolut durch. Aber auch hier habe ich im Grunde genommen den Approach gewählt, den ich im Video "Hör auf dich zu hypen" angesprochen habe, bei dem es mir übrigens absolut nicht darum geht, dass man sich nicht hypen solle, aber dass man eben auf dem Spektrum von Hype zu Konzentration auf gute Technik eben eine gute Mitte findet, damit der Hype dem Lift überhaupt
zuträglich ist, weil wenn du dich dafür entscheidest, dich einfach nur tot zu hypen, dafür aber eine scheiß Technik hast, dann wird der Lift höchstwahrscheinlich nicht einfacher, sondern im schlechtesten Fall sogar schwerer, obwohl du dich so sehr gehypt hast. Also hier einfach Konzentration auf die Technik, und obwohl der Lower Back sehr durch war, gingen die Lifts gut durch. Wie gesagt, natürlich durch die Hilfe des Gürtels in dem Moment, aber an diesem Punkt werde ich den jetzt sowieso komplett fest einbinden, um das Ganze eben noch wettkampfspezifischer zu gestalten. Damit können wir auch in die letzte GK-Einheit des Tages gehen. Schnipp, schnapp, schnappi, 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 schnapp. Hä? Was? Moinsen, wir sind im letzten GK-Tag der Woche 2 der Specification Phase und ging auf jeden Fall schon mal sehr gut los. Ich habe nämlich die Gewichte der dritten Woche an diesem Tag verwenden wollen. Sehr gut. Aus organisatorischen Gründen habe ich mit dem Bankdrücken und der Overpress angefangen und nun ja, habe, ja, jetzt auch nicht verwunderlich, irgendwie gemerkt, dass die Gewichte doch ein bisschen schwerer waren, als sie hätten sein sollen. Die Range lag hier, oder hätte hier eigentlich liegen sollen, bei 85-90%, jeweilig für 3 Triples, unter anderem bei der Competition Bench und der Overhead Press. Und woran ich mich aber orientiert habe, waren die 88-91%, wie gesagt, nicht mit Absicht, aus der nächsten Woche. Habe erstmal ein Double mit 136,5 Kilogramm auf der Bank gemacht und habe dann eigentlich nur wegen meiner Schulter, beziehungsweise hier dasselbe Ding wie in den letzten Videos auch, dass ich halt immer noch merke, dass die Schulter sehr gereizt ist, die ganze Geschichte instabil macht, habe ich dann nochmal das Gewicht reduziert und noch 2 weitere Doubles mit 132 Kilogramm gemacht. Das heißt, auch wenn das an sich so nicht vorgesehen ist, also generell für die Vorbereitung, wir wollen uns eigentlich immer daran orientieren, Sets across zu machen. Zumindest wenn halt eben ein 3x3 drin steht und nicht ein 1x3 mit so und so viel Prozent und ein 2x3 mit so und so viel Prozent. Aber wie dem auch sei, ist auf jeden Fall nicht schlimm an diesem Punkt. Sagen wir einfach mal, es wären die richtigen Gewichte gewesen, so ein Reduktionsset zu machen und halt eben ein Topset zu machen, das eben schwerer ist, dann zu merken, okay, das Gewicht fordert gerade mehr von mir, als ich in der Lage bin zu leisten, oder ich könnte es vielleicht leisten, müsste aber so hart grinden, dass dadurch die Sinnhaftigkeit meiner Vorbereitung in Gefahr geräte, dann wäre es auch so vollkommen in Ordnung, einfach das Gewicht nochmal zu reduzieren. Mit dem Vordergrund halt eben vor allem keine Wiederholungen zu failen. Das heißt, wie hoch das Gewicht am Ende ist, ist jetzt per se nicht so unglaublich wichtig. Natürlich wollen wir bestimmte Dinge uns vornehmen und umsetzen, aber in dem Falle, selbst wenn alles jetzt so richtig gewesen wäre, dann wäre es kein Problem gewesen, das eben so zu handhaben. Ein Top-Triple mit einem höheren Gewicht und nochmal die untere Range angefasst mit 2 Triples. Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall war es das falsche Gewicht. Ich hätte nämlich nur 127,5 für 3 Triples machen müssen. Die hätten auch auf jeden Fall geklappt. In der Overhead Press dasselbe Prinzip. Auch hier habe ich gemerkt, wieder mal an der Schulter liegend, weil ich weiß halt, wie viel leichter die Gewichte noch vor 2 Wochen waren, habe ich halt eben gemerkt, dass das Gewicht deutlich schwerer war als zuvor, und hier habe ich dann ein Double mit 85 Kilogramm gemacht und noch 2 weitere Doubles mit 82 Kilogramm, und dabei hätte ich, keine Ahnung, auf jeden Fall hätte ich weniger machen müssen für Triples. Wie dem auch sei, selbes Prinzip. Und dann habe ich ganz am Schluss erst die Pin Squats gemacht, bei denen mir dann halt eben auch aufgefallen ist, wait, heute sind ja Triples dran und nicht Doubles. Zu spät. Hier bin ich wieder in die Pin Squats gegangen. Die letzten Male hatte ich mich ja dafür entschieden, die Front Squats anstelle der Pin Squats zu machen, weil meine Hüfte sehr gereizt war und wirklich große Probleme dargestellt hat. Aus dem Deload kommt, ist meine Hüfte jetzt wirklich wieder fresh as fuck. Das ist auf jeden Fall gut, und deswegen war es jetzt für mich kein Problem, auch wieder in die Pin Press zurückzugehen. Die Hüfte kam ja vorher schon aus der Belastung durch die Athletikphase und dem Umstand, dass ich während des Defizits auch eine Menge zwischen den eigentlichen Trainingstagen noch Basketball spielen war, um meinen Verbrauch zu erhöhen und so weiter. Das sind dann alles Dinge, die wirklich große Belastungen auf meine Hüfte setzen.
Und die ist jetzt, wie gesagt, wieder fresh, deswegen habe ich sie jetzt wieder gemacht und konnte auch einfach die Gewichte umsetzen, die an diesem Punkt angestanden hätten. Aber das Ganze führt uns auf jeden Fall zum eigentlichen Thema dieses Videos, das ich jetzt hier am Ende anspreche. Ihr seht einfach, und bei mir ist das natürlich immer ein großes Thema, weil excuse you, wie ist das? Oder ich würde zumindest die Behauptung aufstellen, dass es wahrscheinlich keinen oder nur sehr wenige Lifter gibt, die es schaffen, eine Vorbereitung, eine Wettkampfvorbereitung ohne irgendwelche Probleme durchzubekommen. Und das finde ich deswegen wichtig anzusprechen, weil ich mich einfach noch sehr gut da reinversetzen kann, wie es bei meinen ersten Wettkampfvorbereitungen war. Und ich bin ja jetzt generell auch noch nicht super erfahren. Ich bin ja eigentlich selber noch ein Noob in dem Game, mal abgesehen davon, dass ich auch nicht sonderlich stark bin auf mein Körpergewicht und so weiter. Dieses Talent ist anderen Menschen vorbehalten, ist aber auch nicht so wichtig. Ich würde auf jeden Fall, wie gesagt, die Behauptung aufstellen, dass das einfach eine Sache ist, mit der man auch immer ein Stück weit rechnen muss. Und das muss man dann natürlich wieder abgrenzen von Excuses, also dass man schon ins Training geht und sich im Grunde schon selber in eine Situation bringt, die einen mental wahrscheinlich eher dazu bringen wird, zu failen, obwohl man eigentlich eine gewisse Leistungsbereitschaft hat, eine gewisse Leistung abrufen könnte, es aber nicht tut, weil man denkt, dass man es ja eh nicht schafft. Das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir wollen in eine Vorbereitung gehen mit einem klaren Ziel, mit einem klaren Plan, mit einem klaren Modell, das wir gleichzeitig aber natürlich auch immer irgendwo an unserer derzeitigen Leistungsbereitschaft abgleichen müssen. Hier bin ich halt natürlich wieder mal das perfekte Beispiel, das meine Schulterprobleme macht, weil ich mir einfach einen kleinen Tweak geholt habe, den habe ich dadurch verschlimmert, dass ich eine Stange drauf abgelegt habe. Das Ganze hat sich zu einem größeren Problem entwickelt. Paradebeispiel natürlich unser lieber Herr Pascal Su, der sich den Arm während einer Vorbereitung bricht, auch wenn das natürlich jetzt extremere Geschichten sind. Aber eigentlich ist es vollkommen egal, was für ein Beispiel wir heranziehen. Es können auch viel kleinere Dinge sein. Und ich kann mich eben noch erinnern, besonders, wie gesagt, bei den ersten Wettkampfvorbereitungen, wo solche Dinge dann aufgekommen sind, dass ich einfach total niedergeschlagen war. Und du gehst einfach mit einem genauen Plan da rein, du fühlst dich gut vorbereitet, du denkst, alles läuft, alles wird genauso laufen, wie ich es so möchte, und es wird nicht der Fall sein. Vielleicht hast du mal das Glück bei irgendeiner Vorbereitung, dass das so sein wird, und jetzt können mir auch gerne mal erfahrene Lifter, die jetzt schon viel mehr Erfahrung mitbringen als ich, gerne unter das Video kommentieren, wie es bei ihnen war. Ich würde mal ganz gerne zum Beispiel die Meinung von einem Interceptor hören, wenn du das Video hier siehst. Würde mich mal interessieren. Du hältst dich jetzt zwar selbst auch nicht für den krassesten Powerlifter aller Zeiten, aber du bringst trotzdem eine Menge Erfahrung mit. Würde mich interessieren, wie viele deiner Vorbereitungen würdest du sagen, sind wirklich 1A glatt verlaufen? Und ja, der entsprechende Punkt ist, wie gesagt, nicht was passiert, sondern wie gehe ich damit um und wie finde ich halt jedes Mal wieder einen Weg, um bestimmte Probleme herumzuarbeiten. Und ich persönlich merke das im Moment auch sehr stark bei meinen Trainees, die ich für den Insanity zum Beispiel jetzt auch vorbereite, wie viele Dinge es einfach gibt, die abfacken, und dass du dich wöchentlich zusammenfindest und merkst, das und das und das hat nicht gestimmt und du musst irgendwie einen Weg darum finden. Aber der springende Punkt ist, man schafft es eigentlich auch immer. Lass den Kopf nicht hängen, wenn es nicht so läuft wie geplant, denn es wird immer einen Weg geben, um diese Probleme herumzuarbeiten. Und oftmals ist kurzzeitige Entlastung für viele Probleme oder eben so ein Beispiel, wie ich es jetzt genannt habe, mit den Reduktionssätzen, auch wenn es jetzt daran lag, dass ich einfach nur die Weights verpeilt habe. Aber trotzdem wäre das in dem Moment auch der richtige Approach gewesen, zu merken, klar, das Gewicht soll mich fordern, aber es soll jetzt nicht so schwer sein, dass ich die Lifts faile und dass mein Körper, während ich ihn eigentlich dazu bringen will, mich immer stückweise einen Ticken weiterzubringen, ja, dass er halt eben nicht zu einem Punkt kommt, wo er sagt, okay, der Bastard will mich jetzt gerade kaputt machen, deswegen fahre ich jetzt alles runter, ich reagiere mit Fieber und mit keine Ahnung was für entzündeten Gelenken und so weiter und ich fahre jetzt einfach runter. So, das ist der Punkt, der oftmals genau auf dem Spektrum zwischen mache ich genug, damit ich besser werde, oder mache ich zu viel und werde dadurch wiederum auch wieder schlechter. Aber wie gesagt, egal wie es ist, geh mit einem Plan rein, auch wenn wir hier mit dem berühmten Mike Tyson Quote wieder mal arbeiten können. Everybody has a plan till you get punched in the face. Nichtsdestotrotz brauchst du den Plan. Du musst dich an etwas halten, mit einem Plan in die ganze Sache reingehen. Aber sei einfach darauf gefasst, dass Dinge kommen können, die nicht so laufen werden, wie sie sollten. Und dann wirst du eben auch nicht niedergeschlagen sein. Also du wirst damit rechnen, es könnte etwas passieren, jederzeit. Es ist dann auch keine Excuse, du bist einfach nur ready. Wie auch immer, ich denke mal, der Punkt ist angekommen. In diesem Sinne können wir das Video endlich beenden. Und ich würde sagen, hit that like button, share that shit, do whatever with it. Wir sehen uns im nächsten Video. Abonnieren, montieren. Peace!